Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Ich spreche heute mal mit unserem Gast Christoph Blottek über die Proteinfaltung. Warum die so wichtig ist in unserem Körper, wodurch die gestört wird und wie zentrale Funktionen in unserem Körper nur dadurch funktionieren können, das erfahren wir heute. Bleiben Sie dran. Hallo, lieber Christoph. Schön, dass du da bist. Hallo, liebe Corinna. Ich freue mich auch wirklich. Bin schon gespannt, wie sich das Thema entwickelt, ja, weil Proteinfaltung ist seit 2017 ein großes Anliegen von mir und es ist immer wieder faszinierend, das erklären zu dürfen. Ja. Und ich bin auf deine Fragen gespannt, ich bin darauf gespannt, wie ich euch, liebe Zuschauer, mit in unsere Welt reinnehmen kann. Das Thema Proteinfaltung, ich bin total aufgeregt. Ja. Ich hatte schon im Vorfeld natürlich schon mal ein bisschen auf eurer Webseite geschaut, was ist denn überhaupt Proteinfaltung? Und bin dann auf so zwei Bilder gestoßen. Auf einem Bild stand so aufgefaltetes Protein, das sah eher aus wie so ein grauer Wurm. Und gefaltetes Protein war dann wie so ein gebündeltes, leuchtendes Energiekonstrukt. Ja. Und da die Frage, was passiert da im Körper, dass die Proteine in der Form dann sich wandeln und wie stehen sie dann uns zur Verfügung? Ja, also was ja gut ist, dass wir momentan durch die Themen, die uns umtreiben, ob das Long-Covid oder eben Autoimmunerkrankungen, da kommt ja jetzt sehr, sehr viel DNA, RNA, diese ganzen medizinischen oder wissenschaftlichen, sind ja meistens nicht medizinisch, sondern wissenschaftliche Begriffe, weil die Medizin ein bisschen gröber arbeitet, oft wie auf Proteinebene. Das versuchen wir ja eben auch von Biosa, von Nanovi zu erweitern, das Feld über die Proteinfaltungen zu gehen. Wie du so schön beschrieben hast, sind es die Amino Acids, Ketten, Chains, ja, das heißt, unsere DNA verarbeitet unser Frühstück, Mittag oder Abendessen. Da sind ja Proteine drin in der Regel, ja, ob jetzt pflanzlich oder tierisch, ist auch erstmal egal. Das wird in unserem Magen, Darmtrakt verarbeitet auf Aminosäurenebene, also auf wirklich auf die kleinsten Aminosäurenebenen und diese Aminosäuren, 20 Stück in der Regel, das ist uns so das bekannte Wissen. Gibt es wiederum 8 essentielle Aminosäuren, was wir auch gut von verschiedenen Präparaten kennen. Aus denen werden dann die 20 Aminosäuren gebaut und unsere DNA, wo wir sie jetzt brauchen, also wir beide schauen uns jetzt zum Beispiel an und denken, ja super, da sitzt der Christoph, da sitzt die Corinna. Aber das machen Proteine für uns. Also, ja, das ist immer so ein bisschen, was ist Wirklichkeit und woher kommt die Wirklichkeit im körperlichen Geschehen, in der Natur? Weil im Prinzip die gesamte lebendige Natur, wie wir sie kennen, ob das ein Tier ist, ob es eine Pflanze ist, ob wir Menschen das sind, eben diese Proteinfaltungen benötigt, um zu funktionieren, um zu wachsen, um zu leben. Und bei uns Menschen sind es ungefähr 900.000 verschiedene Proteine in sogenannten Proteinnetzwerken, also Leber, Niere, Gehirn und so weiter. Das sind alles Proteinnetzwerke mit sehr spezifischen Aufgaben. Und diese Proteinnetzwerke haben ihre spezifische DNA, diese quasi dann die 20 Aminosäuren zusammenfalten in diese kleinen Würmer, wie du sie beschrieben hast. Und das würde ja noch gar keine Funktion bringen, so wie meine Hand, wenn ich die flach halte und so jetzt einfach lass, ja, dann, okay, dann können wir sagen, der Christoph meditiert vielleicht, aber wenn ich meine Hände nehme und fang an mit irgendwelchen Werkzeugen, zum Beispiel an der Baustelle einen Stein auf den anderen zu setzen, dann entsteht aus den gleichen Händen plötzlich ein Bauwerk. Ja? Und das ist im Prinzip dann die DNA, also fällt mir jetzt gerade so ein, wie der Handwerker eben sagt, hey, aus den Steinen und aus dem Mörtel baue ich die Wand und
die Bauherrin hat gesagt, da hinten hätte ich gerne eine Tür, 1 Meter breit, 2 Meter hoch. Ja, also das heißt, die DNA von der Wand ist beim Handwerker im Kopf und so ist die DNA, das Ziel, die Funktion der Proteine in unseren ja, Urinformationen enthalten, dass wir uns jetzt anschauen können und dass du mir dann später wieder logische Fragen stellen kannst, das will ja auch, ne, wollen wir ja alle, findet es alles in uns statt. Das heißt, ich schicke akustische Signale und auf der anderen Seite verarbeiten deine Hörproteine und eben Sehproteine diese Information, denken kurz drüber nach und sagen, habe ich verstanden oder habe ich nicht verstanden und machen damit irgendwas. Ja? Also der Begriff Hilfe jetzt zum Beispiel. Ja? Also wenn ich jetzt sage, ah, aua oder Hilfe, dann entsteht in der Regel ja eine Reaktion auf meine Signale. Und wenn wir dann also dieses Protein haben, wenn wir einfach beim Seh-, beim Augenprotein bleiben wollen, dann ist es erstmal diese Proteinkette, also die Aminosäurenkette. Und die muss ich jetzt falten. Und diese Proteinfaltung ist seit über 30 Jahren wahrscheinlich noch länger bekannt, dass es das gibt und dass es das braucht. Die wird gestartet im Zusammenhang durch natürliche Exclusion Zone Energie, Exclusion Zone Energie in unserem Körper Wasser. Das heißt, wir waren jetzt am Bodensee, haben einen Spaziergang gemacht, sieht man schon, wie du ja, dich freust und sagst, wow, Natur und Energie und ja, das tut uns gut, da regenerieren wir, da bekommen wir Energie, die Sonnenenergie, keine Ahnung, Vitamin D-Produktion und all diese Dinge machen, dass wir eine gute Energie haben. Und auf unser Körperwasser bezogen brauchen wir eben möglichst viel Exclusion Zone. Das hat Professor Gerald Pollack in USA, Seattle, USA University, auch vor weit über 25 Jahren erforscht, erforscht es immer noch. Und dieses spezielle Energiefeld legt sich kontinuierlich um diese Peptidketten, um die Aminosäureketten und baut eine Schwingung auf. Und dann könnte man sagen, das sind so Nano-Vibrations, also so Nano-Vibration. Das sind keine Teilchen, sondern das ist Energie. Ein Feld, Frequenzen, Phasen. Und diese Energie sagt dann quasi immer, guten Morgen, liebes Protein. Ja, steh mal auf, guck mal, dass du die Corinna siehst. Ja, und dann, tschack, hast du dieses Energiebündel, was leuchtet und was Energie hat. Und wir sind ja dann, Gott sei Dank, auch irgendwie so, ja, wir betrachten es dann und denken, oh, und schöne Protein. Ja, aber dann ist das schon lange wieder weg. Also das sind Billiarden von Proteinfaltungen, jetzt auch in dem Moment, wo wir hier gemeinsam versuchen, das Thema greifbar, verstehbar zu machen. Und da ist es natürlich dann auch so, dass im Prinzip, dass es ja darauf ankommt, dass die Proteine das Richtige tun. Ja, aber wie im echten Leben auch, entstehen auch Fehler. Störfelder, ja. Ja, Störungen zum Beispiel, vielleicht auch Verletzungen, aber einfach mal bei der ganz normalen Biologie zu bleiben, durch diese extrem schnellen Kopierprozesse, die wir da durchlaufen, entsteht immer mal wieder ein Fehler im System. Ja, das heißt, das Auge zuckt vielleicht kurz, ja, ich kann mich nicht konzentrieren, ich muss mal irgendwo hingucken, ja, und die denken, wieso guckt er darüber, er muss auch in die Kamera schauen. Also das sind dann Fehler, biologisch gesehen oder auch Ablauf gesehen. Und dann sagt aber ein Steuerungsprozess, hey, im Moment, du sollst da hingucken, weil das ist die Funktion, das wollen wir haben. Du sollst nicht auf den Fußboden gucken oder so. Ja? Und so ist es auch auf zellulärer Ebene. Und weil es wahnsinnig schnelle Vorgänge sind, geht es einfach darum, dieses Copy and Paste, also diesen Kopier- und Wiederkopiervorgang, sehr schnell wieder in den Griff zu bekommen, dass da keine Fehler sich drin entwickeln. Und deswegen braucht es einfach
diese Exclusion-Zone, diese Energie, damit wir gut und schnell Proteinfaltung durchführen können. Und inwiefern kann ich sowas jetzt optimieren, wenn ich jetzt sage, ich will im Körper die optimalste Kopieroption? Ja, das ist jetzt genau, jetzt kommen wir so ins Praktische rein. Ja? Das heißt, wo stellen wir denn fest, dass es überhaupt Fehler gibt? Ja? Also wo ist eine Dysfunktion, wo ist vielleicht eine akute oder eine chronische Krankheit? Wo kommen solche Engpässe auf? Und da bin ich mir ziemlich sicher, weil das machen wir ja seit über 15 Jahren, Menschen in gesundheitlichen Fragen zu begleiten, zu betreuen, präventiv sehr stark natürlich, aber auch leistungsoptimierend. Da stellt sich immer wieder irgendeine spezifische Aussage wie, ja, ich kann die Tageszeitung nicht lesen. Was heißt das? Ich kann die Tageszeitung nicht am Stück lesen, heißt es in der Regel. Also ich kann mich nicht eine gute Stunde lang konzentrieren. Mir fehlt die Energie, die Augen werden dann müde oder ich kann das im Kopf nicht verarbeiten. Und dann haben wir einen Hinweis, dass eben Proteinfaltung, dass die Energie nicht ausreicht. Und dann kann man beginnen, natürlich naturheilkundlich sehr viele Dinge zu optimieren. Da sind wir ja Spezialisten und da gibt es ja hier auch bei QS24 sehr, sehr viele Expertenmeinungen, die alle sehr wertvoll sind. Angefangen von gutem, energiereichem Wasser, ne, möglichst rein über eine energiereiche Ernährung, wo wir eben auch Proteine bekommen, aus denen wir dann Aminosäuren machen. Und das ganz, ganz spezielle Feld eben bei der Nanowi-Technologie, da geht es darum, auf mehr oder minder natürliche Weise, also durch einen technologischen patentierten Prozess, ein nachweislich schonendes, völlig risikofreies Feld aufzubauen, die sogenannte Kohu-Energie, also die Coherent Humanity. Das ist einfach leider jetzt mal ein neuer wissenschaftlicher Begriff, den man hier auch nennen darf oder nennen sollte. Diese Coherent Humanity bedeutet also, dass der Anwender, die Anwenderinnen einen unsichtbaren Nebel vor dem Gesichtsfeld haben und in dieser Luft ist diese Coherent Humanity, also diese Energieform in der Feuchtigkeit und man atmet es ein, das geht über die Zellfeuchtigkeit, über die feuchte Haut, über die Augen, über die Schleimhäute in unseren Körper und verursacht dort eine Erhöhung der Exclusion Zone, also dieser Coherent Humanity im gesamten System und dadurch kann ich einfach messbar, schneller, besser Proteinfaltungen durchführen, weil eben dieser Copy-and-Paste-Prozess schneller durchgeführt werden kann. Ne? Und das ist was man sich, wenn man mit dieser Technologie noch nie zu tun hatte, einfach gar nicht vorstellen kann. Also es ist, aber was, ne? Ja, aber wie gesagt, ich mache das seit über 5 Jahren, seit 2017 begleiten wir Leistungssportler, wir begleiten ganz normale Menschen. Ich wollte gerade sagen, wer spürt es denn wirklich, wo man sagt, das ist eine Aussage, wo man echt merkt, jetzt wo du gerade Leistungssportler ansprichst, weil die haben ja sich eigentlich ganz gut in Zahlen und Fakten und Daten reproduzierbar im Griff, gell? Also wo man es wirklich dann auch sehen kann. Ja, also beim Leistungssportler an sich ist es tatsächlich für mich immer sehr schön, weil das eben Fakt ist. Ja? Also er ist sozusagen vermessen, er vermisst sich selber und nicht nur das, er wird auch vermessen. Also alles, was er tut, ist gemessen, ist bestimmt, ist besonders spektakulär, weil er ganz schnell von A nach B rennen kann oder ganz schnell oder ganz weit von A nach B springt, ja, oder diese Dinge. Also das ist ja für jede Sportart sehr spezifisch. Aber Menschen, die einen sehr starken Fokus auf ihre körperlichen Leistungsfähigkeiten und Ressourcen haben,
die sind quasi gezwungen, die Ergebnisse zu beobachten, zu verifizieren. Und da haben wir sehr schöne Aussagen, wie in, ist jetzt gerade, glaube ich, im Wechsel, aber Erik Tommy von VfB Stuttgart jetzt diese Saison sagt von sich, seit 2018 benutzt er täglich Nanovi. Und seine Regeneration ist für ihn gespürt deutlich besser. Er kann schneller regenerieren, kann einfach hier stabiler die Leistungen erbringen, abrufen, regenerieren. Das ist jetzt mal so ein Einzelfall, wo ich auch den Namen nennen darf. Und das ist ja immer auch ganz wichtig, dass man nicht... Ne? Und ja, das sind ganz, ganz schöne Beispiele, wo man sieht einfach, seit 2018 täglich in der Routine von einem wirklich Profisportler zu kommen, bedeutet ja nicht nur der Anfangseffekt, ist nachweislich. Ja, das ist ja oft so, wir haben was verändert und wow, toll, ja. Aber zwei Wochen später, naja gut, nehmen wir die nächste Kapsel oder so. Ne? Also das ist wirklich was. Und ich persönlich bin ja... als Gesundheitsunternehmer, Coach, Berater, auch doch sehr angespannt, mental zum Beispiel, Konzentration brauche ich permanent seit vielen Jahren. Und da habe ich Nanovi kennengelernt an einer Fachmesse und war genauso skeptisch auch wie du. Du sagst, ja, wie kann das genau funktionieren? Und habe das auch beobachtet ein paar Tage und habe gedacht, ich selber habe ja schon alles, braucht es nicht. Ja. Und dann bin ich tatsächlich bei einer guten Tasse Kaffee gelandet mit Hans Eng. Und er hat mir 20 Minuten lang Proteinfaltung erklärt und was das alles macht. Und ich war dann froh, dass ich meine Tasse Kaffee getrunken hatte, ja, und dachte, okay, super spannend, ja, ich habe aber nichts verstanden. Ja, muss ich auch, muss ich auch wirklich sagen. Weil das Thema war. Zwar schon logisch und klar, aber es war eine nächste Ebene, die ich bisher da so nicht betreten hatte. Und dann haben wir uns verabschiedet. Ich fand das wahnsinnig spannend. Aber nach circa 10 Minuten ist mir klar geworden, dass ich eine sehr angenehm erhöhte Leistungsbereitschaft im Kopf hatte. Also sehr entspannt, sehr wach. Also während dem Kaffee trinken habt ihr den Nanovi laufen gehabt. Genau, Entschuldigung, da haben wir also den Nanovi jetzt benutzt, das muss natürlich noch dazu gesagt werden. Ich dachte, du hattest nur die Erklärung. Also das war wirklich zum ersten Mal und es war nach einem langen Messewochenende, Sonntagabend, 18 Uhr, ne, also wo man wirklich sagt, Energieloch ist schön da. Und das hat mir richtig Freude gemacht, muss ich sagen. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt... Der hat mir das erklärt und jetzt muss ich aber da nochmal hin und habe dann gesagt, das hat mich jetzt überzeugt und habe für die Familie und für die Firma mal zwei Geräte bestellt. Und um einfach zu schauen, geht es da weiter, weil unser Interesse ist es ja eben, Menschen in verschiedensten Situationen zu unterstützen. Mhm. Und das war für mich eine neue Möglichkeit auch, ja, weil es ist nicht invasiv, das bedeutet, ich muss keinen Zugang legen, ich muss nicht irgendwie die Menschen kurzzeitig verletzen, ist ja in der Regel nicht schlimm, ja, aber es ist auch keine Infusionstherapie, wo ich dann irgendwie was machen muss, sondern ich kann es ganz entspannt einfach am Schreibtisch, sogar während dem Schlaf benutzen. Ja, das ist einfach. Würdest du jetzt noch, weil du ja dich so viel auskennst mit auch anderen Dingen, die noch das unterstützen würden, noch was mit hinzunehmen, wenn du sagst, die Spitzensportler oder wenn jetzt jemand sagt, okay, ich habe jetzt hier einfach dauerhafte Müdigkeit oder dauerhaft auftretende wieder Erkrankungen, das, was jetzt einfach immer mehr kommt, wo die Leute sagen, hier Autoimmunerkrankung ist wieder hochgeploppt und der Herpes und die Gürtelrose und der Epstein-Barr-Virus. Und da, ich denke, da ist es ja gerade wichtig, dass der Körper wieder seine Urinformationen bekommt. Also vielen Dank, ein breites Feld erstmal. Und was alle Fragestellungen, die du erwähnt hast, gemeinsam haben, ist, dass einfach
verstärkt oxidativer Stress im Organismus entsteht, im Menschen. Einmal intern durch unsere eigenen Stoffwechselvorgänge, durch unser Immunsystem, ja, was der Meinung ist, dass es jetzt gegen Zellverbände ankämpfen muss, verstärkt oxidativen Stress erzeugt, so dass am Ende das ganze System geschwächt wird, vielleicht Schmerzen hat, ja, eben akut oder chronisch erkrankt. Und natürlich nicht zu vergessen, dass wir auch täglich oxidativen Stress auch von außen zu tun haben. Ja, ob das Strahlungen sind, ob das psychologische Faktoren sind. Das wirkt auf uns ein. Und durch die Nanowie-Technologie können wir diesen oxidativen Stress schneller ausgleichen. Und im Spezifischen, wenn wir gerade schon so tief im Thema sind, der Proteinfaltung, dann beginne ich natürlich immer sehr gerne, auch mit großem Erfolg und hoher Zufriedenheit bei den Kunden, mit den 8 essentiellen Aminosäuren. Mhm. Ja, also, dass wir wirklich ein veganes Präparat haben auf Erbsen- und Bohnenbasis, was bereits fermentiert ist, was also sozusagen diese ganzen Stoffwechseltätigkeiten schon erledigt hat. Und wenn wir sozusagen auf der einen Seite die Coherent Humanity verstärkt haben und auf der anderen Seite auch durch Supplementierung hervorragende kristalline Aminosäuren zur Verfügung stellen, dann sind wir natürlich ganz nah am Thema. Also das finde ich, ist immer eine Standardunterstützung, wirklich die essentiellen Aminosäuren zu geben. Das ist natürlich ein Unterschied, welche körperliche Arbeit ich abzuleisten hatte. Es ist beim Fußballprofi eine andere körperliche Leistung wie jetzt vielleicht bei mir. Ja. Ja, und das kann man ja gut ausrechnen dann, wie viel Gramm man am Tag braucht. Und dann ist es natürlich ganz klar, klassisch auch ein sehr, sehr hochwertiges Vitamin C, sicherlich ein Vitamin D, einfach die generell bekannten Stoffwechseloptimierer, auch ein hochwertiges Magnesium, am besten ein 4-fach Magnesium oder 7-fach Magnesium oder, ja, also das sind ja Dinge, mit denen wir uns tief beschäftigen und immer wieder auch Zink, ja, also immer wieder Dinge, wo man sagt, ah ja, das kennen wir ja alle schon, das ist überhaupt nicht mehr spannend. Aber unser Organismus ist ja Millionen alt entwickelt und hat sich eben mit diesen Dingen assimiliert und arrangiert und hat sich darauf spezialisiert, dass diese Dinge mehr oder minder vorhanden sind. Also muss auch ich immer wieder als Berater mich immer wieder erinnern und sagen, hey, Moment mal, haben wir mit dem Kunden jetzt über Magnesium gesprochen? Ja oder nein? Ja, nein, oh, ups. Ja, ja, ja. Und der Kunde sagt, oh ja, das habe ich früher schon mal gemacht. Ja, ich sage, nee, das brauchen wir halt jeden Tag. Ja. Also das war mal so ein bisschen so ein sicherlich ein Abspann. Ne? Und dann muss man tief ins Detail gehen, auf einzelne Belange runter. Wenn jetzt der Zuschauer wirklich sagt, okay, ich möchte jetzt mal so eine Übersicht haben oder mir ein Bild machen, was es denn alles gibt. Und ich meine, ihr trefft ja schon so eine Vorauswahl unterstützenden Mitteln, die wirklich dem Menschen dienlich sind. Ja, also. Ja, also wir beschäftigen uns jetzt seit über 15 Jahren mit dem Thema präventive Gesundheit, Gesundheitsprävention. Wir haben mehrere Webseiten, aber speziell jetzt für dieses Interview ist, denke ich, gut, wenn Sie sich nanowie.de ansehen. Da sind auch die Animationen zur Proteinfaltung. Und wenn Sie im Speziellen für Nahrungsergänzungsmittel Ideen und Anregungen brauchen, dann ist es die biosavitalkonzepte.de. Da hoffen wir, dass wir die richtigen Informationen für euch alle haben. Ja. Super. Vielen Dank, lieber Christoph, dass du heute da warst. Das ist einfach immer wieder ein spannendes Thema, diese Proteinfaltung. Und ja, freue mich, wenn du bald mal wieder da bist. Vielen Dank. Ja. Ja. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, Sie konnten auch einiges mitnehmen wieder aus unserem Interview. Und ja, wünsche Ihnen alles Gute und auch eine optimale Proteinfaltung natürlich. Bis bald und tschüss.